Hallo? Hallo? Also, mein Name ist Olaf Bichler und ich werde euch jetzt in den nächsten 25 Minuten ein bisschen was über... Ich werde euch in den nächsten 25 Minuten jetzt ein bisschen was über vor allem Handy-Apps, aber ich habe auch ein Programm für Computer dabei, zeigen, womit man seine Kommunikation absichern kann und Metadaten, das muss einem klar sein, die sind leider immer noch sichtbar. Da gibt es noch leider sehr, sehr wenige Tools, die dagegen irgendwas machen. Also ganz allgemein, ich stelle hauptsächlich Tools vor, die durch unabhängige Security Audits geprüft werden. Deswegen steht das nicht mehr explizit auf jeder Folie drauf. Und ebenso stelle ich hauptsächlich Tools vor, die unter Open Source Lizenzen stehen. Einfach der Prüfbarkeit halber, und das sind auch genau die Tools, die durch die Security Audits geprüft sind. Es ist nicht immer ganz trivial, die Tools dann so einzustellen, dass sie richtig verschlüsseln, und deswegen der kleine Hint, wenn ihr da Hilfe braucht, kommt zur Kryptoparty. Also ich starte ganz am Anfang mal mit ein paar Erklärungen, damit wir auch wissen alle, worüber wir reden. Also Open Source habe ich jetzt erklärt, das ist freie, offengelegte Software, da kann jeder nachschauen, wie ist die implementiert, was tut die, und die kann auch jeder verändern und weiterverbreiten. Ich werde viel über Java und XMPP reden, das ist ein freies Chat-Protokoll, was den Vorteil hat, dass es serverunabhängig ist. Wenn ich irgendwo einen Account bei einem Java-Server habe, kann ich auch mit jedem anderen Java-Server im Normalfall reden und mit den Leuten, die dort angemeldet sind. Tor ist ein Anonymisierungsnetzwerk für die Leute, die das noch nicht kennen. Das verschleiert meine IP-Adresse und bringt mir Anonymität. OTR werde ich auch oft verwenden, das ist ein Ende-zu-Ende-Verschlüsselungsprotokoll, welches glaubhaftes Abstreiten ermöglicht. Das heißt, solltet ihr in Probleme kommen wegen einer Nachricht, die ihr über OTR an jemanden geschrieben habt, könnt ihr glaubhaft abstreiten, dass die Nachricht von euch stammt. Voice-over-IP oder VoIP ist einfach Telefonie übers Internet, darüber werde ich auch ganz kurz reden. Und ZRTP ist der dazugehörige Verschlüsselungsstandard, zumindest der empfehlenswerte. Und Security Audit ist eben eine unabhängige Sicherheitsprüfung. Fangen wir an mit dem ältesten, was wir haben, das ist GPG. Das ist eigentlich eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselungssoftware, die erste war, die überhaupt für die Allgemeinheit verfügbar war, die nicht militärische, die nicht für einen reinen militärischen Bereich benutzt worden ist. Aufgrund dessen, dass sie halt sehr alt ist, ist sie nicht sonderlich anfängerfreundlich und leider Gottes auch nicht mehr ganz Stand der Technik. Aber allerdings, Sicherheitsprobleme gab es schon länger keine mehr. Edward Snowden hat das zum Beispiel benutzt, um mit Glenn Greenwald und Laura Poynters zu kommunizieren. Doch, die Poynters hat es dann dem Greenwald gezeigt, wie er es einrichten muss. Und es wird hauptsächlich für E-Mails verwendet, und wenn man Tor-Mail-Service nimmt, dann kann man darüber auch anonyme E-Mails schreiben. Ist allerdings dann noch mal mehr Konfigurationsaufwand und absolut nicht mehr für Anfänger geeignet, würde ich mal sagen. So, kommen wir ein bisschen zu Internettelefonie und dem Programm, was ich für PCs empfehle. Über das Internet zu telefonieren, empfehle ich für einen PC Jitsi. Das ist auf Java aufgebaut und funktioniert deswegen auf jedem Betriebssystem.
Es geht, man kann es konfigurieren, dass es über Tor spricht und kann ebenso auch unterstützt auch das Chat-Protokoll XMPP mit ODR-Verschlüsselung und ist eigentlich eine All-in-One-Lösung für einen PC. Eine Android-App ist in Arbeit, es gibt eine Alpha, die allerdings bitte nicht benutzen, die ist noch sehr, sehr Alpha. Fürs Handy ist das Einzige, was ich wirklich empfehlen kann, CSIP Simple. Das gibt es leider Gottes nur für Android und kann auch nur Internettelefonie. Dafür unterstützt es alle gängigen SIP-Anbieter und, SIP habe ich vergessen zu erklären, Entschuldigung. SIP ist ein Telefoniestandard, also wie Gespräche geroutet werden zwischen verschiedenen Netzen, um zwei Leute miteinander zu verbinden. Und SIP unterstützt da alle gängigen, also CSIP Simple unterstützt da alle gängigen Anbieter und ist meines Erachtens ein gutes Tool. Nun kommen wir zu den Verschlüsselungstools für Chat, die es am Handy noch so gibt. Da daneben habe ich euch mal den Test vom EFF ausgedruckt und auf die Folien gestellt. Das braucht sich jetzt bitte keiner merken. Und aus dieser Tool-Liste habe ich halt meine herausgezogen, weil sie entweder interessant sind oder gut sind und manche sogar beides. Und ja, natürlich, die gibt es auch auf der EFF Homepage zum Anschauen und Ende der Präsentation, wenn ihr die kann man sich schon runterladen, ist verlinkt auf der Vortragsseite. Dort kommt man auch direkt dort zur EFF-Seite und da kann man sich das Ganze in groß anschauen. Das sollten wir mal zeigen, dass wir ziemlich viele Tools haben und ich jetzt ein paar da rausgezogen habe, die ich für interessant und besprechenswert halte, damit ihr ein bisschen einen Überblick kriegt, was man benutzt und was nicht. Also der vielleicht bekannteste Vertreter ist TextSecure. Der kann sicheren Chat mit Off-the-Record-Verschlüsselung und leider wurde, die haben ein cooles Feature gehabt, die konnten mal eure SMS auch verschlüsseln, wenn die Gegenseite ebenfalls TextSecure verwendet hat. Dieses Feature ist leider nicht mehr im derzeitigen Code drinnen. Was noch als Kritikpunkt anzuführen ist, sie benutzen das Google Messaging System und damit landen all eure Metadaten, wann ihr kommuniziert, mit wem ihr kommuniziert, bei Google. Das nächste ist, sie nehmen als Identifizierung von den einzelnen Nutzern eure Handynummer. Das heißt, man kann mit dem Computer nicht einsteigen in den Text-Secure-Chat und man braucht zwingend ein Handy und zwingend eine Handynummer. Dafür ist dieses Tool für iOS, Android und Windows Phone verfügbar, also eigentlich alle gängigen mobilen Betriebssysteme. Das Kein-Gruppen-Chat ist vielleicht hier ein bisschen ein bisschen verwirrend, das heißt, es geht kein Gruppenchat über OTR, das liegt am Protokoll. Wenn ihr einen Gruppenchat macht, dann ist das einfach mit SSL verschlüsselt und benutzt eben das Google Messaging System und man verliert alle tollen Eigenschaften von OTR, also die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und die Abstreitbarkeit. Weil es eben die SMS-Verschlüsselung nicht mehr gibt, gab es jetzt einen Fork, SMS Secure, der eben darauf aufbaut. Die wollen das Google Messaging System bald rauspatchen, ist aber noch drinnen. Ebenfalls die Handynummer, ja. Ne, verschlüsselt ist schon, aber es ist ein normales DLS, es ist nicht mehr die, es geht einfach verschlüsselt zum Server und alle Leute können am Server miteinander reden, aber es ist nicht mehr Ende zu Ende verschlüsselt, also der Server könnte theoretisch mitlesen. Ja. Soweit ich weiß, ja.
Ja, das liegt leider am OTR-Protokoll, das keine Gruppenchats zulässt. Also deswegen stelle ich für Gruppenchats jetzt später noch ein anderes Programm vor, was das besser kann. Doch, bei Point-to-Point-Verbindungen, also geht das zwar den gleichen Weg, aber es ist Ende zu Ende mit OTR verschlüsselt. Genau, das ist ein reines Chat-Tool. Wie gesagt, ist noch ein sehr junges Projekt, SMS Secure, um da wieder zurückzukommen. Hat deswegen auch noch kein Security Audit, weil sie einiges am Code umgestellt haben, müsste man das abwarten, bis das nachgereicht wird. Und ist derzeit nur für Android verfügbar, macht aber OTR bei SMSen, wenn beide Clients gleichzeitig online sind. Chat Secure benutzt das Java-Protokoll, also man kann mit sehr viel mehr Leuten verschlüsselt kommunizieren, was ein Vorteil ist. Das kann man eben auch über OrBot, das ist die Tor-Variante von Android, leiten. Und ist für so ziemlich auch alle derzeit verwendeten mobilen Betriebssysteme verfügbar. Wie gesagt, das gleiche wie bei allen OTR-Implementierungen, Gruppenchat ist problematisch. Ebenso problematisch ist, mit zwei Clients gleichzeitig online zu sein mit einem Nutzernamen. Das macht auch ziemlich oft Probleme. Für Gruppenchats eignet sich Srema ganz gut, weil Srema überhaupt kein OTR implementiert, sondern normale Ende-zu-Ende-Verschlüsselung mit asymmetrischer Kryptographie. Es ermöglicht, dass auf dem Server die Nachrichten zwischengespeichert sind. Also es ist nicht zwingend erforderlich, dass beide Clients gleichzeitig online sind. Und das Problem, was Srema hat, es ist nicht Open Source, es ist kostenpflichtig. Es hat deswegen auch kein Security Audit und das wollen sie auch nicht nachreichen. Was sie als Feature anbieten können, ist ein anonymer Gruppenchat, weil der Server nicht weiß, wer mit wem in einer Gruppe ist. Er sieht zwar, dass zwei Leute kommunizieren, aber er kann nicht herausfinden, kommunizieren die in einer Gruppe oder nicht. Ja, denen muss man das leider glauben. Das ist das Beste, was Gruppenchat-mäßig derzeit leider Gottes am Markt ist. Ja, wenn zumindest nicht Gott und die Welt mitlesen soll. Aber Gruppenchat allgemein, Gruppenchat ist derzeit ein großes Problem, wenn man das sicher haben möchte. Wenn man nur nicht möchte, dass Gott und die Welt mitlesen kann, dann kann man Srema benutzen. Mit Bauchweh, leider Gottes, wie bei so vielen dieser Tools. Es gibt es auch für iOS, Android und Windows Phone. Bei iOS gibt es noch einen recht seltsamen Nebeneffekt. Sie speichern die Chat-Protokolle, zwar verschlüsselt, aber sie werden in die iCloud gespeichert. Also inwieweit gut das ist, muss jeder selbst für sich entscheiden. Nun kommen wir eigentlich eher zu einem Vertreter, der sich auf den meisten Telefonen finden lässt und den ich aus dem Grund auch reingenommen habe, um einfach ein bisschen zu sagen, was da so los ist. WhatsApp ist nicht Open Source. Sie haben nicht einmal ihre Verschlüsselung dokumentiert. Sie sagen zwar, dass sie verschlüsseln, dokumentiert ist das nicht. Es ist explizit so gebaut, dass der Provider mitlesen kann, in dem Fall Facebook. Das ist auch gewünscht. Das nächste Problem, was WhatsApp hat, Kontakte können nicht verifiziert werden. Bei den anderen Clients kann man einen Kontaktpartner einmal authentifizieren und dann weiß man, dass man immer mit dem Richtigen spricht oder man bekommt eine Fehlermeldung oder eine Warnung. Nicht so bei WhatsApp. Bei WhatsApp ist es überhaupt kein Problem, die Identität von jemand anderem anzunehmen. Man braucht eigentlich nur die WhatsApp-ID. Und aufgrund der Architektur, sobald euer Handy weg ist oder jemand es irgendwie schafft, euren privaten Schlüssel auszulesen, kann er jegliche Kommunikation, die bisher getätigt wurde, entschlüsseln und auslesen.
Dafür unterstützt WhatsApp, einziger Pluspunkt auf meiner Folie, wirklich alle mobilen Betriebssysteme. Da ist auch BlackBerry drinnen, weil die ganzen anderen Tools funktionieren unter BlackBerry nicht. Ein recht neuer Vertreter ist CryptoCat. CryptoCat legt einen ziemlich großen Wert auf Nutzerfreundlichkeit und das kann wirklich jeder benutzen. Sie haben verschlüsselten Gruppenchat, sie supporten das Versenden der Nachrichten über Tor. Das Problem ist, auch sie speichern keine Schlüssel oder keine Identitäten von Leuten. Und das heißt, man muss seinen Kommunikationspartner bei jedem neuen Chataufbau wieder neu identifizieren. Also eine Infrastruktur stellen sie zur Verfügung, ist allerdings auch alles andere als ideal. Derzeit gibt es noch keine Android-App. Es gibt eine iOS-App und sonst ist es als Browser-Plugin für so ziemlich alle derzeit benutzten Browser verfügbar. Das hat den schönen Vorteil, dass man keine Rechte braucht, wenn man sich CryptoCat installiert. Man braucht eigentlich nur einen Firefox und dort ladet man das einfach als Plugin runter. Das heißt, man braucht keine Administratorrechte. Die Android-App ist seit circa einem Jahr in Arbeit, zumindest steht das auf ihrer Website. Ich habe es auch noch nicht überprüft. Nun zum relativen Exoten. RetroShare möchte ein dezentralisiertes, privates Social Network sein, was vor allem als Alternative zu Facebook und den anderen zentralisierten Diensten eine recht interessante Möglichkeit ist. RetroShare hat derzeit noch kein Security Audit, sie unterstützen keine OTR-Verschlüsselung, das macht auch keinen Sinn, wenn man große Gruppen von Leuten miteinander kommunizieren sollen. Aber dafür können Sie Gruppenchat, Statusmeldungen, Sie können YouTube-ähnliche Channels, Postings wie bei Facebook gewohnt. Ist ein recht interessantes Projekt, was man im Auge behalten sollte. Sie können auch Voice-over-IP verschlüsseln, da gibt es ein Plugin dafür. Allerdings ist das noch ziemlich Beta. Also die Variante mit den ganzen Social-Media-Features, die ist noch im Beta-Stadium und es gibt eine Android-App, die allerdings auch noch ziemlich Beta ist. Soweit eigentlich zu den Tools, die ich einmal vorstellen wollte. Und jetzt Fragen, kennt ihr sonst noch Tools? Vielleicht kann ich ein bisschen was sagen. Bitte schön. Conversations macht auch XMPP. Ich habe es deswegen nicht auf den Folien drauf, weil ich kein Security Audit von XMPP finden konnte. Ich habe selbst lange Zeit benutzt und es läuft etwas stabiler als Text Secure, das muss man dazu sagen. Danke. Okay, Entschuldigung, das hatte ich nicht auf dem Radar, wie ich den Vortrag zusammengestellt habe. Vielleicht kannst du da ein bisschen was dazu sagen? Okay. Da war noch eine Frage, oder? Redfern baut auf die Text-Secure-Infrastruktur auf und ist auch deswegen aus Usability-Gründen nicht drauf, weil man Root-Rechte benötigt und viele Leute sich irgendwie davor zurückschrecken, ihre Garantie zu verlieren und das Handy zu routen, aber ist ein tolles Projekt. Da war nicht was? Ich hatte RetroShare im Test, weil es das älteste ist und am weitesten fortgeschrittene. Ich weiß leider nicht, auf welchem Status Friendly Care ist. Ja. Habe ich mir noch nicht angeschaut, also das tut mir leid. Ja. Ja,
Sie haben gesagt, dass Sie das implementieren wollen, das Text Secure Messaging System. Ich kann mich nur auf die Security Review berufen, die heraus war, und das, die war eher ziemlich negativ. Okay. Ich kann nur sagen, ich habe noch nie keine aktuelleren Tests, keinen unabhängigen gefunden, und den ich gefunden habe, der war leider Gottes ziemlich. Okay. Ja, vielleicht ist er ein bisschen aktueller als ich, das kann passieren. Aber da, ja. Da war noch eine Frage. Ah, bitteschön. Ich verwende TextSecure, CSIP Simple für die Telefonie und TextSecure zum Chatten. Ja, auch ChatSecure für die Java-Chats, und ja, das ist das, was ich derzeit in Verwendung habe. Und CSIP Simple verwende ich zum Telefonieren. Ja. Sonst noch Fragen? Dann sage ich Danke, und ja, wir haben die Zeit eigentlich sehr, sehr gut eingehalten. Also ja, danke für die Aufmerksamkeit.